Die Übernahme der österreichischen Air Berlin-Tochter Niki durch die Lufthansa droht einem Insider zufolge zu scheitern. Die EU-Kommission neigt derzeit dazu, den Niki-Deal für die Lufthansa zu untersagen, sagt am Mittwoch eine Person, die mit der Situation vertraut ist. Lufthansa-Chef Carsten Spohr werde im Laufe des Tages mit EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager die Lage erörtern. Die Lufthansa lehnt einen Kommentar dazu ab. Von der Brüsseler EU-Kommission war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Zuvor hat auch Spiegel Online darüber berichtet. Reuters hat jüngst von Insidern erfahren, dass die Lufthansa die aktuelle Zwischenfinanzierung von der bisher nicht insolventen Air Berlin-Tochter Niki wohl einstellen werde, falls die EU-Kommission eine vertiefte Prüfung des Air Berlin-Deals plane. Denn so eine Untersuchung würde 90 Werktage dauern, dann wäre Niki wohl ebenfalls pleite. Die Lufthansa hat im Oktober von der insolventen Air Berlin die Töchter Niki und LGW Walter für rund 210 Millionen Euro übernommen. Die Brüsseler Behörde muss dem noch zustimmen. Ohne Retter müsste Niki Insolvenz anmelden. Außerdem wären rund 800 weitere Arbeitsplätze gefährdet.